安藤由香と申します。この大学で日本語を教えています。日本の名古屋という町から参りました。My name is Yuka Ando. Ich bin verantwortlich für die japanische Sprache hier am Institut und ich komme aus Nagoya, Japan. Früher hatten wir so solche Studierende, die sehr, sehr gut schreiben können, lesen können, aber die nicht so gut sprechen konnten oder so. Und mittlerweile, ich würde sagen, ist es fast umgekehrt geworden, dass sie schon vom Anime und so weiter besonders diese Umgangssprache gut kennen. Aber natürlich hier an der Uni muss man auch lernen zu schreiben und so weiter. Die chinesischen Charakter natürlich sind aus China gekommen. Und auch heutzutage benutzen wir diese Charakter, einfach so diese Wörter zu zeigen. Das heißt, ein Zeichen kann schon Berg heißen, Fluss heißen und so weiter. Und natürlich, aber inzwischen gibt es auch diese Wörter, die sozusagen so grammatikalische Funktionen zeigen. Und für solche Wörter benutzen wir so eine Sorte von diesem Charakter, so das Hiragana heißt. Und dann diese dritte Charakter, das Katakana heißt, benutzen wir für diese Wörter, die ja ursprünglich mehr oder weniger aus so Westen kommen. Vielleicht könnte man doch sagen, dass vielleicht Deutsche etwas schon direkter sagen als Japaner. Man kann natürlich nicht pauschalisieren, aber es gibt schon so eine Tendenz und obwohl ich schon in Deutschland so lange wohne, trotzdem, obwohl ich auch nicht zwei Egos haben sollte, aber ich muss mich immer bemühen, wenn ich auf Deutsch so etwas wirklich so sagen möchte oder erreichen möchte. Dann diese Strategie sind ganz, ganz anders und dann, wenn ich in dem Moment japanisch bleibe, dann komme ich nicht weiter. Süden von Duisburg gibt es diese 16-Platten. Nun, da finde ich so wirklich nett, so einfach nach der Arbeit ein bisschen so spazieren zu gehen oder so abzuschalten.